Herzlich willkommen bei den Whisky Shots. Nein, nicht wirklich. Herzlich willkommen beim Erklärbär. Ich bin's, euer Marco. Heute habe ich euch mitgebracht einen auf den ersten Blick saugeilen Whisky. Ein Glenort, 23 Jahre, von den Rare Malts. Whisky wird heute leider nicht mehr hergestellt, wird bei Sammlern schon mit einem deutlich höheren Kurs mittlerweile gehandelt, als der Whisky mal zu seinem Ausgabepreis war. Was nicht zuletzt daran liegt, dass Glenort als Originalabfüllung auf dem Markt nicht mehr zu bekommen ist. Ja, warum habe ich euch den mitgebracht? Warum habe ich euch den beim Erklärbär mitgebracht? Ich habe ihn euch mitgebracht, weil dieser Whisky, ich glaube, der vierte Whisky seit meiner persönlichen Whisky-Leidenschaft ist, die immerhin 20 Jahre alt ist, bei dem ich dieses Phänomen habe. Und was das für ein Phänomen ist, das erzähle ich euch ja, in 2, 3 Minütchen zum Thema Korker, Korkeiche, Korken beim Wein, Korken beim Whisky, Korken beim Destillat, was ist hier passiert. Und wir fangen mal mit einer kleinen Geschichte an. Ich habe mal von einem guten Freund einen Whisky mitgebracht bekommen. Schöne, dunkle, goldene Farbe. Bekam den eingeschenkt und der Kumpel guckt mich an und sagt, riech mal, probier mal und dann sagst du mir mal, was das ist und wie du den findest. Ja, dann habe ich den Whisky eingeschenkt, habe die erste Nase genommen und dieser Whisky war eine Mischung aus Sherry, leicht moosigen, herbstlichen Waldboden. Und dann habe ich das so kundgetan. Ich sage, ja, schöner Sherry-Charakter, ein bisschen waldig. Da sagt der Kollege, halt das Glas mal ein bisschen warm. Glas genommen, eine Zeit lang warm gehalten. Da sagt er, riech nochmal. Ich sage, wow, was ist das denn? Das ist ja eine richtige Herbstlandschaft im Wald jetzt. Richtig feuchter, moosiger Boden, Pilzigkeit, irgendwie so das Gefühl, dass irgendwas modrig am Verwittern ist. Also der Whisky hat mich unglaublich angemacht, weil die ganze Zeit nebenbei noch so eine leichte Sherry-Note mit dabei war. Also so ein richtiger Drecksau-Whisky. Und ich wollte den Whisky gerade ansetzen, da schreit er, nein, nicht trinken, nicht trinken. Ich sage, was ist? Hast mir Gift reingetan? Er sagte, nein, der Whisky hat gekorkt. Und das war damals mein allererster Whisky, der gekorkt hat. Bis zu dem Zeitpunkt war ich der festen Überzeugung, das geht beim Whisky gar nicht. Und wie man mich kennt, neugierig, alles mal probieren, ne? So eine Figur kriegt man ja nicht von irgendwoher. Also ordentlich einen Schluck von dem Whisky genommen und ich habe es sehr bereut. Ich habe den Whisky 3, 4 Stunden im Nachhinein noch geschmeckt und was damit auf sich hat. Aber fangen wir mal vorne wieder an. Ja, Korker beim Whisky, super selten. Wie gesagt, seit über 20 Jahren trinke ich Whisky und in den letzten Jahren, wir haben es mal hochgerechnet, komme ich im Schnitt auf 1000 Whiskys im Jahr und mehr, die ich probiere. Und wenn man dann sagen kann, man hat erst 4 Whiskys gehabt, bei denen man dieses Phänomen wirklich spürbar hatte, dann finde ich, ist das schon extrem wenig. Jetzt gibt es gerade Weinexperten, die sagen, dass bei Wein der Korkgeschmack oder dass der Wein nicht in Ordnung ist, bei einer unglaublich hohen Prozentzahl vorkommt. Die Jungs reden von 1/3 bis 1/4 der Weine, die auf dem Markt sind, die davon betroffen sind. Aber die meisten Gaumen und Nasen nehmen diese leichten Fehltöne nicht wahr. Das heißt, es wird erst interessant, wenn es extreme Fehltöne sind. Und da das Thema ein sehr chemisches Thema ist und dementsprechend auch mit sehr vielen Fachausdrücken versehen ist, die ich über meine Schnapsverkäuferzunge nur sehr schwer rüberkriege, blende ich euch hier mal einen Link ein zu Wikipedia, wo das Thema Kork ein bisschen näher beschrieben wird und einfach auch genau chemisch erklärt wird, was da stattfindet. Aber um es so grob verstehen zu wollen, kann man sich Folgendes vorstellen. Ganz am Anfang hat es geheißen, das ist ein Pilz, der irgendwie auf dem Kork ist und der dann sein Aroma verströmt. Die Wahrheit ist wohl eher darin, dass es chemische Einflüsse sind, die hier beim Korken entstehen. Und ganz am Anfang hat man vermutet, dass die etwas damit zu tun haben, dass die Korken bei der Herstellung, wenn sie gestanzt werden, gebleicht werden. Und dass bei diesem Bleichen ein Stoff freigesetzt wird, der halt diesen nachherigen Korkschmecker verursachen kann. Heute glaubt man zu wissen, dass das gar nicht der Fall ist, dass das eine Fehlannahme war und glaubt vielmehr, dass Umwelteinflüsse auf die noch lebende, also am Baum befindliche Rinde der Korkeiche Einfluss nimmt. Das heißt, die meisten Vorkommnisse von Korkeichwäldern habt ihr auf der Iberischen Halbinsel. Und wenn da jetzt zum Beispiel ein Buschfeuer entsteht, dann kann es sein, dass durch den Brand und durch das Rußen die Korkeiche über die Rinde Aromen aufnimmt und Giftstoffe aufnimmt,
die sich nachher, wenn sie dann irgendwann soweit ist, dass abgeerntet wird, im Korken ablagert und es dadurch dann vermutlich zu diesen Korkern, Korkschmeckern kommt. Ja, wie nimmt man das jetzt wahr? Wie weiß man, ob sowas passiert ist? Wie gesagt, die Geschichte mit dem, das ist aber ein spannender Whisky mit Waldboden. Das heißt, das Erste, was man hat, und ich muss jetzt dazu sagen, bei dem Whisky ist es wirklich extrem gewesen, wenn ich die erste Nase habe, dann hat man wirklich dieses pilzige, modrig-mosige in der Nase. Und das Gemeine ist, im Hintergrund riecht man diesen unglaublich schönen Oldschool-Flavor, den der Glen Ord sonst verströmt hätte. Dazu muss man wissen, den Whisky habe ich aufgemacht bei einem Raritäten-Tasting, wo nur Wermold-Abfüllungen dabei waren. Und wie das dann heute häufig so ist, du hast von diesen Raritäten einfach immer nur ein Fläschchen. Wir haben die einen Tag vorher aufgemacht, vom Tasting waren 7 Whiskys, haben die durchprobiert. Siehe da, 6 waren die absolute Granate. Ja, und der hat Kork. Und dann stehst du da und sagst, was machen wir denn jetzt? So, und dann kommen dann tatsächlich natürlich auch so Vorschläge aus dem Kumpelkreis. Ja, schenk doch einfach aus, merkt keiner. Nee, scheiße, sowas merkst du sofort. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben den als Erstes ausgeschenkt und haben den Leuten gesagt, so, einmal Scheiße fressen, 6-mal richtig viel Spaß haben. Ihr habt also in dieser ersten Nase waldig, moosig, pilzige Aromen, die aber durch die klassische Charakteristik des eigentlichen Whiskys umspielt werden. Das heißt, die Nase ist noch gar nicht so verräterisch. Ich, der es jetzt weiß, ich rieche sofort, aber ich bin der festen Überzeugung, 10 Leuten, denen du den hinstellst, die sich nicht so gut mit Whisky auskennen, 5 trinken den und merken erst beim Trinken, was Sache ist. Und ich opfere mich jetzt für euch, der Abend ist danach gelaufen. Ich probiere ein Tröpfchen. Der erste Geschmack ist nicht so schlecht, wie man glauben könnte. Es ist tatsächlich erstmal dieses schöne, wachsige, fruchtige Glen Ord-Gefühl da. Und wenn ihr jetzt, wenn der Whisky weg ist, den hier macht, richtig schön, lange nachschmeckt, dann ist es da. Pilzig, moserig, bitter, fies, eklig. Und das Gemeine ist, während diese schöne, ölige, wachsige Fruchtigkeit, dieser Oldschool-Schimmer vom Glen Ord langsam aber sicher die Speiseröhre entschwunden ist, setzt der Pilz sich jetzt richtig durch. Jetzt gibt der Kork richtig Gummi. Dieser bittere, eklige, leicht herbe Nachgeschmack, der eine Mischung für mich aus frisch gespitztem Bleistift, Champignons und einfach nur bäh ist, der wird so unglaublich intensiv, dass ich dringend jetzt irgendwas mit ganz viel Aroma essen muss. Einen schönen Gyros Pita, irgendwas mit Tzatziki oder mit Zwiebeln, der Geschmack muss weg. Danach trinke ich mir garantiert noch ein Bier. Euer Marco, euer Erklärbär von den Whisky Shots.